Hallo, ich bin hier in Pensacola, Florida und wollte euch gerne den Ort zeigen, wo die Fotos gemacht wurden, die im Umlauf sind, als Randall Stevens Fotos, Area 51. Und meine Recherche führt mich halt hierhin, was auch auf der Rückseite auf einem der Fotos steht, Pensacola, Florida, towards Gulf Breeze. Das heißt eben in diese Richtung, dort drüben ist Gulf Breeze. Und die Geschichte war folgende. Kurz vor Corona habe ich online das Randall Stevens Archiv gefunden, dass jemand das verkaufen will, beziehungsweise einen Teil dessen. Und konnte aber nicht gehen und hatte dann Michael Horn gefragt, nach Moab Utah zu fahren, um dort zu schauen. Und er kam halt mit diesen Fotos zurück und zu der Zeit fand ich die schon spektakulär, war aber doch enttäuscht, weil es halt keine Fotos von Billy da waren. Jedenfalls keine, die wir nicht auch hätten. Und dann machten halt diese Fotos die Runde und ich habe eigentlich nichts die ganze Zeit gesagt, weil ich mir nie sicher war, aber jetzt bin ich mir doch so sicher, dass diese Fotos halt hier gefälscht wurden. Und zwar, weil da drüben das Naval Air Base war, wo die Stealth Bomber 94 stationiert war. Und das ist, steht auch auf einem der Fotos hinten, 1994. Und da steht auch noch drauf Anon Resident, was wahrscheinlich Anonymous Resident, also anonymer Anwohner heißt. Und ich habe Billy dazu befragt und er meinte auch, dass das wahrscheinlich das bedeutet, dass es eben Anonymous Resident bedeutet. Und mein Schluss ist, dass das Militär diese Fotos hier gefaked hat, um Randall zu diskreditieren, dass sie ihm die halt zugeschickt haben und in der Hoffnung, dass er damit an die Öffentlichkeit tritt, um ihn dann diskreditieren zu können, was er aber halt glücklicherweise nicht getan hat und also nicht auf diese Falle reingefallen ist. Und das gleiche haben sie auch mit Billy probiert, mit den ASCII-Fotos, haben ihm die untergeschoben. Und war halt eben auch 83 bis 88 war Randall eben fälschlicherweise im Gefängnis und zu Unrecht aufgrund einer Intrige. Und 94 haben sie dann halt versucht, diese Fotos ihm wahrscheinlich unterzuschicken. Vielleicht stellt sich doch irgendwann heraus, dass die Fotos keine Fälschung sind. Ist auch okay, habe ich kein Problem mit. Aber für mich macht das alles mehr Sinn, dass das Fälschungen sind, um Randall zu diskreditieren. Und die Geschichte, dass Randall hat Fotos in Area 51 gemacht. Das stimmt. Mit ASCII. Aber er hat dann Billy, als Randall Billy die Fotos gezeigt hat, hat Billy ihn gebeten, diese Fotos zu verbrennen. Und das hat Randall dann auch getan. Insofern existieren diese Fotos nicht mehr und daher gehe ich stark davon aus, dass diese Fotos hier halt eine Fälschung sind. Ja, das wollte ich gerne mit euch teilen und wie gesagt, falls sie sich doch als authentisch herausstellen sollten, habe ich da kein Problem mit. Aber ja, da ziemlich viel Wind drum gemacht wird um diese Fotos, denke ich, dass das vielleicht doch einige vielleicht auch auf andere Gedanken kommen.